Heiho, es geht weiter mit Let's Play Secret of Evermore. Beim letzten Mal haben wir das Bastard in der Pyramide besiegt und dadurch das zweite Diamantenauge, Juwelenauge bekommen. Hector hat es mitgenommen, aber irgendwie ein bisschen komisch drauf und deswegen wollen wir immer hinterher, um zu gucken, was mit ihm los ist. Und außerdem haben wir eine neue Formel bekommen, nämlich den Energiesog. Den wollen wir doch gleich mal am Piraten benutzen. Yay! Er ist noch voll schwach am Anfang. Wuhu! Ja. Ist ein toller Zauber, aber... ja. Ihr habt's gesehen. Muss gelevelt werden. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Erstmal auf zu Hector! Er ist wohl in alle Lachema. Haben wir vermutet? Hat er erzählt? Ich weiß nicht mehr. Er ist in alle Lachema. Fertig aus. Wo auch sonst. Oh, Fumi, ja? Ja? Wasser eventuell? Ist das denn wirklich Wachs? Was macht Wachs am Strand? Warum? Na gut. Ich versuche mal die Axt zu leveln nebenbei. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil die Feinde immer von mir weglaufen und Fumi sie dann doch tötet, bevor ich sie tot bekomme. Komm schon! Ach. Komm schon! Wusch! Oh yeah, es hat nur unglaubliche 3 Schläge gedauert. Vielleicht sollte ich lieber die Magier hauen, die halten nicht so viel aus. Nein, Fumi, mein Magier! Du wirst eh immer nur vergiftet von denen. Bleib weg, kümmere dich um die Piraten. Aua! Bleh. Yay, geht doch. Ja, Fumi, die darfst du beißen. Die sind okay. Los, fass, mach kaputt. Okay. Boom! Ich glaube, ich muss mal irgendwo eine andere Stelle suchen, um... Fumi, was ist los mit dir? Du rennst rum, als hättest du Hummeln im Hintern. Ha? Ha? Ach. Mir doch egal jetzt. So, egal. Alle lache mal. Wir sollten uns nicht so lange mit irgendwelchen Feinden aufhalten. Ich kann auch irgendwann offscreen leveln. Haben wir ein Amulett des Charon? Eigentlich müssten wir eins haben. Normalerweise habe ich immer eins parat. Ja, haben wir. Und wir haben Geld, um uns Neues zu besorgen. Von daher, nimm mich mit, Mann. Hey, Hasenkürtel, soll ich dich mitnehmen? Das wäre nett. Wer sitzt dann aber das Charon? Na klar, stecke ein Frostbeule. Okidoki. Na, dann mal los. Er hat echt gelbe Augen. Willkommen an Bord des Wüstenschiffes Necrotur. Wir werden ohne Zwischenstopps nach Alalachema reisen. Alalachema ist das Juwel dieser Wüste des Todes. Habe ich euch das schon mal erzählt? Nein, ich glaube nicht. Rechts siehst du jede Menge Sand und auch ein wenig Gebüsch. Während deines Aufenthalts in Alalachema kannst du dich mit Waffen, Gegenständen, Rüstungen und Zaubern auf dem Markt ausrüsten. Und mit Amuletten des Charon, die du dann mir geben kannst. Wir finden uns nur kurz vor der Ankunft in Alalachema. Bitte sitzen bleiben, bis das Boot seine endgültige Position erreicht hat. Ich hoffe, du hast dich an Bord wohlgefühlt und bärst uns bald wieder. Thank you for traveling with boat. Okay. Das hatte gerade Badeniveau. Vielen Dank, lieber Typ. Oh, ein Gestrüpp. Oh, dann halt nicht. Gestrüpp will nicht geschlagen werden. Auf in die schwarze Stadt. Oh, ich wollte doch auf dem Markt shoppen. Warum ist hier keiner? Warum arbeiten diese Leute nie? Okay, ich hör auf. Hallo. Warum arbeitet hier niemand? Ich finde das nicht in Ordnung, Leute. Ich wollte shoppen. Ach. Sie lassen es kommen zu spät, Fumi. Naja, warum zu spät? Ich werde die alte Welt mit all meiner Kraft führen, denn ich besitze die Augen der heiligen Statue. Der Typ scheint eine Waffe zu haben. Genau wie Nero, als er Rom abfackelte. Naja, aber er hat zumindest noch nichts abgefackelt. Ah, oh, er blitzt nur ein bisschen rum. Das sieht schon ein bisschen feuermäßig aus. Und los geht's! Es explodiert. Das ist ja normal in diesem Spiel. Und, ist das Lava? Ein Lavastrom? Oh. Hallo, du lieber Aegis. Yay, ich hab voll vergessen, dass der hier im Bosskampf kommt. Und wie er funktioniert. Und hey, Doppelgänger. Aber Fumi sieht doch gar nicht mehr so aus. Ich
glaube, man konnte ihn nur schlagen, wenn dieses goldene Ding da weg ist. War das so? Ja. Ich treffe ihn nicht mal. Okay, dann kriegst du halt... Ach, Höllenfaust und Feuerball. Das ist ein anderes goldenes Ding. Hatte das irgendwas zu bedeuten? Es hatte irgendwas zu bedeuten, aber frag mich nicht was. Ich hab's vergessen. Ich bin so gut vorbereitet, was? Irrlicht! Boom! Das erinnert mich immer an Sumpfmonster. Aua. Ach, könntest du mal aufhören, so viel Zeug? Jetzt kann ich dich nicht treffen wegen dem goldenen Ding. Ich verstehe. So, jetzt aber, oder? Theoretisch. Theoretisch. So mit einem Feuerball in die Nase. Irgendwie nicht, ne? Schlamm? Das war der falsche Feind. Ah, es hat doch Schaden gemacht. Es kam nur ein bisschen spät. Okay. Hast du die anderen kaputt gemacht, Fumi? Noch nicht ganz. Okay, jetzt. Gut. Oh, hey, was bist du denn? Ein Flatterschädel. Hallo, Flatterschädel. Würdest du bitte sterben? Ja, danke. Und da ist schon der nächste. Boom. Au. Naja, fast. Gebäm. Fumi? Beiß mal. Beiß. Danke. Du machst zumindest ein bisschen Schaden, nicht so wie ich. Au. Flatter. Schädel. Hau. Darf ich auch mal zum Schlag ausholen, ohne dass ich weggeschlagen werde? Nein? Nein, scheinbar nicht. Okay. Zauberperle. Du, Feuerhölle. Hitzewelle. Ich habe vergessen, was gut war. Hitzewelle geht automatisch auf alle. Na dann. Ja. Ich glaube, meine Schlammbombe hat mehr Schaden gemacht. Und das ist echt traurig. Bäm. Naja, doch nicht. 35. Naja. Aber die sind schon ein bisschen nervig, muss ich sagen, ne? Feuerball. Wie viele Feinde erzeugt der eigentlich hier? Es werden ja immer mehr, Mann. Höllenfaust. Wuhu. Schlammbombe. Bäm, 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 bäm. Ah, danke schön. Wir haben echt zu wenig Angriffszauber. Energiesog. Ja. Das hast du ja fast schon gelohnt. Fumi, da ist das Ding da oben. Ach, jetzt hat schon wieder eine andere Maske auf. Warum tut es das? Vielleicht sollte ich die da unten einfach ignorieren und nur den Aegis da oben hauen, wenn er immer seine komische Maske abhat. Die er gerade nicht abnimmt. Dann machen wir halt eine Heilpause. So. Yay. Jetzt aber. Jetzt. Boom. Ach, ich mach so wenig Schaden. Vielleicht sollte ich mal einen Speer nehmen. Das wäre vielleicht eine Idee. Ja, ja, ja. Doch. Doch. Ich will meinen Speer. Bronzespeer. Oh, und Fumi hat draufgebissen. Sehr schön. Speer aufladen. Ja, Feinde. Ihr bekommt gleich Aufmerksamkeit von mir. Erst möchte ich. Mein Speer. Speer. Okay, jetzt bitte einmal aufreihen. In eine Reihe. Nein, na gut, dann zumindest den einen. Oh, ich habe den da oben getroffen. Sehr schön. Fumi beißt doch da oben. Beiß, beiß. Ja. Wie viel KP hat der? Wuhu. Und ein Irrlicht. Okay. Die sind mir eigentlich am liebsten. Die sind nicht so. Nicht so bedrohlich. Ja. Ah, okay. Fumi hat's geschafft. 1200 Juwelen. Ich glaube, für das Bastard in der Pyramide haben wir eine 1000 Juwelen bekommen. Das ist aber auch wesentlich schneller tot. Wesentlich schneller. Yay. Sehr schön. Und da ist ein Ding. Das war heftig. Ja. Schon so ein bisschen. Eine Holzbrücke. Oh, hey Hector, hast du dich umgezogen? Gute Arbeit, Dicker. Du hast uns von dem Tyrannen befreit. Das war mein böses Ich. Du erkennst ihn daran, dass er nicht so viel husten muss und grüne Klamotten trägt. Grüne Klamotten. Ich trage niemals grün, das steht mir nicht so. Er war wohl eine Art Roboter, vermute ich. Was auch immer Roboter sind, in meiner Zeit gibt's sowas nicht, aber hey, Roboter! Ich
bin froh, dass wir dir helfen konnten, Hector. Und was ist das da? Das Energiezentrum der Statue kann jeden Moment in die Luft gehen. Wir sollten es schnellstens beseitigen. Lass es uns ins Wasser kicken oder so. Erwin! Erwin, komm schnell, du musst uns helfen. Oh yeah, Erwin. Ich bin Erwin, der Baba. Ich wurde gerufen, glaube ich. Schaffst du es, dieses Teil aus der Stadt zu bringen, bevor es Boom macht? Verstehst du das, Erwin? Hast du meine Frage verstanden, Erwin? Ich bin Erwin, der Papa. Baba. Ich bin sehr stark. Ich bin stark. Ich bin Erwin. Mit grünen Zähnen immer noch. Du da, geh zur Seite. Du wissen, was Seite sein? Ja, genau richtig. Erwin, nehme ein Ding und bringe weg, bevor machen Boom. Indem ich machen Boom. Du sehen? Das hat gut getan. Ich sein Erwin. Jetzt haben wir gemacht Boom, haben du gehört? Ja. Haben Erwin gut gemacht, dann Erwin gehen. Wer auch immer gerade redet. Das war ein Wurf. Ich schätze, er wurde mit Doppelherz gefüttert. Typen, die so stark sind, haben meistens ein Vakuum in der Birne. Nun, weißt du, wie früh wir nicht wieder nach Hause kommen? Ihr wollt zurück nach Groß-Ostheim? In dieses Kaff? Das wird wohl nichts. Aber, hey, ich dachte, du wolltest uns helfen. Hector, es gibt Neuigkeiten aus dem Camp. Oh, hallo Maronius. Was geht ab, Alter? Geht's dir gut, Hector? Die Explosion hat sich nördlich vom Camp ereignet und den Eingang eines Tunnels freigelegt. Dieser Tunnel scheint in unerforschte Gebiete von Evermore zu führen. Tunnel. Das klingt interessant. Danke für die Neuigkeiten, Maronius. Ist er jetzt den ganzen Weg hierher gelaufen? Durch die Wüste? Das könnte die Antwort auf deine Frage sein, Dicker. Das könnte der Weg nach Groß-Ostheim sein, Dicker. Ein Versuch ist wert. Let's go! Bevor du gehst, nimm das hier an dich. Nimm dieses Lebenszepter. Es erhöht deine Fähigkeit, dich zu verteidigen. Lebenszepter erhalten. Cool, Hector. Lass uns gehen, Fumi. Ich will das Lebenszepter angucken. Show me. Show me. Ist das? Okay, warte. Erstmal die Axt wieder daran denken. Und dann ist es bestimmt hier irgendwo, oder? Lebenszepter. Erhöht deine Fähigkeiten, dich gegen Angriffe der Gegner zu erwehren. Erwehren? Dieses Wort ist mir nicht bekannt, aber okay. So, Reis, Gewürze, bla. Wir werden jetzt erstmal noch Vollgras. Du hast Stinkefisch, gell? Der heilt mich, gell? Ach, egal. Du hattest den Reis, den billigen, oder? Genau, ich will voll billigen Reis. 20 Säcke. Ich will nochmal voll billigen Reis. Ja, 20 Säcke. Vielen Dank. Hallo, du. Ja, ich will Vollgras Gewürze. Reis und dafür will ich Gewürze. Ja, ja. 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 Nein, ich habe keinen Reis mehr, glaube ich. Ich hasse Gewürze. Bla bla bla. Hallo. Gib mir Reis. Voll krass. Wuhu. Und nochmal. Nein, ich wollte nicht nur 5. Oh. Ja, 20. Ja. 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 Danke. Und okay, so. Jetzt konnten wir uns irgendwo nochmal ein Amulett kaufen, glaube ich. Warum hat das Charon? Du? Nein? Du? Schakalfigur? Krieg ich kein Amulett des Charon mehr hier? Oh. Die Römertoga? Nein. Nein. Das war doch der mit dem Amulett des Charon, oder hat der keine mehr? Das wäre voll doof. Nope. Das wird ein Amulett des Charon. Oder muss ich das teure wieder kaufen? Oder hattest du das?
Perlen? Ach, gib her. Gib die Perlen her, ja. Ja, danke. Hast du das Amatiskaron? Reis? Nein, du hast den Schimmelreis, der dreimal so viel kostet wie der andere. Hattest du das Amatiskaron? Gewürze. Nope. Du? Nein. Ah. Vielleicht kriegen wir doch kein Amulett mehr. Also zumindest nicht hier. Ich glaube, in Krotzgrübel, der Typi ist auf jeden Fall wieder da. Hast du? Nee, okay. Gut, ich geb's auf. Dann müssen wir durch die Wüste zurücklaufen. Oh yeah. Das wird ein Spaß. Na dann. Auf geht's. Yay. Es tut mir leid, cooler Bootstyp. Ich habe kein Amulett des Charon bekommen. Aber hey, dann können wir durch die Wüste laufen. Können wir die Zeit nutzen, um ein bisschen zu plaudern. Über Dinge. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe nirgends irgendwie eine Liste gefunden oder so, was man mit der Bronzeaxt alles kaputt machen kann, dann finden kann. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass es im Kolossia-Tempel sonst jetzt nichts gab. Außer den einen Topf, den wir da geholt haben. Außerdem, zauberformelmäßig haben wir auch alles bisher. Dieses eine, was ich letztes Mal noch gesucht habe, weiß ich auch, wann wir das bekommen. Ja. Sieht gut aus momentan. Sieht gut aus, was die 100% angeht. Wir werden von einem Gebüsch verfolgt. Nein, schneller. Gab es nicht Oasen in dieser Wüste? Ich könnte schwer, wenn man einfach gerade runterrennt, gibt es Oasen unterwegs. Ich bin doch gerade beim Boot runter. Oase, hallo. Hallo, oh. Nein. Naja. Wir könnten das mal nutzen, um unseren Krafthauch ein bisschen zu leveln. Krafthauch, wo bist du? Da bist du. Nein? Da bist du. Okay. Yay. Ja. Ja. Vielen Dank, Spiel. So, wollen wir uns als nächstes noch diese Höhle angucken, von der Moronius erzählt hat, die bestimmt einfach so random zurück nach Großostheim führen wird. Ist klar. Oase. Danke. Wusste ich doch, dass hier irgendwo eine ist. Die Heidnuss, glaube ich, ja. Okay. Und weiter geht's. Ach. Ich bin am überlegen, ob ich den Part einfach beende und offscreen zurückrenne, weil das ist jetzt super spannend für euch hier wahrscheinlich. Nicht. Ich glaube, das mache ich. Wir beenden hier den Part und beim nächsten Mal bin ich dann irgendwo in irgendeiner Gegend, die ihr kennt. Vielleicht beim Camp oder in Krotzgrübel oder, oh ja, irgendwo, wo ihr kennt. Danach gehen wir zu dieser Höhle, die freigelegt wurde. Ja, doch, so machen wir es. Also, beim nächsten Mal sehen wir uns auf jeden Fall außerhalb der Wüste auf dem Weg zu dieser geheimnisvollen Höhle. Also dann, ciao, ciao.